voodoo.de. Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Jetzt gibt's die nächste Eilmeldung. Ich habe ja die Vive Pro 2 schon vorgestellt. Jetzt gibt es auch noch die Vive Focus 3. Das ist ein Standalone-Headset. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an, richtig? Mal direkt am Anfang, an alle, die es interessiert. Nein, es ist kein Konkurrent zur Quest 2, weil es ist nämlich viel, viel, viel teurer. Das ist eher für den Business-Bereich gedacht. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Ja? Also so sieht das Ding hier aus. Ja? Also das sieht schon irgendwie stylisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht auch sehr, sehr bequem aus. Um ehrlich zu sein, wesentlich bequemer als die Quest 2. Kann man ja auch erwarten bei dem Preis. Ne? Wir haben das gleiche Display wie bei der Vive Pro 2. Das heißt, dieses 5K-Display mit 2448x2448 pro Auge. Das ist schon heftig für ein Standalone-Headset. Junge, Junge, Junge. Oh, brutal, ja. Wir haben eingebaute Lautsprecher. Der Prozessor ist der gleiche wie bei der Quest 2. Das ist der Snapdragon XR2 Prozessor. Das Einzige, was jetzt zur Vive Pro unterschiedlich ist, wir haben nur 90 Hertz anstatt 120 Hertz. Bei der Quest 2, die kann ja, kommt immer aufs Spiel drauf an, 75, 90 oder sogar mittlerweile 120 Hertz haben. Also da punktet jetzt die Vive Focus 3 nicht unbedingt gegenüber der Quest 2. Auch nicht beim Prozessor, das ist das Gleiche. Aber natürlich, klar, die Auflösung bei der Quest 2 ist im Vergleich 1832x1920. Also das ist schon ein ordentliches Stück höher bei der Vive Focus 3. Aber das ist ja, denke ich mal, auch gerechtfertigt bei dem Preis, den wir gleich auch sehen. Hier ist nochmal der Vergleich. Ne? Also hier sieht man das ganz gut, den Unterschied zwischen den Auflösungen. Heftig, heftig. Da kann die Index nicht mehr mithalten. Aber mit dem Sichtfeld natürlich. Kommen wir zum Sichtfeld. Also Field of View ist genau wie bei der Vive Pro 2. Das ist ein bisschen größer als standardmäßig. Ist immer so 110. Und jetzt haben wir halt 120. Das ist ein bisschen mehr. Wir reden von horizontalem Sichtfeld, ne? Also nicht, von diagonalem, Entschuldigung, diagonalem Sichtfeld, nicht von horizontalem. Ja, und bei der Valve Index zum Beispiel haben wir 130. Und bei der Quest 2 ist es es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es ist auch ungefähr so wie bei der alten Vive Pro, so 110 vielleicht diagonal. Also ich habe horizontal 88 und vertikal 108 gemessen bei der Quest 2. Das wird wahrscheinlich bei der Vive Focus 3 ein bisschen größer sein, aber auch nicht unfassbar weltbewegend, sagen wir mal so, ja. Lens Separation Adjustment. Sehr interessant. Also wir können auch die Linsen des IPD einstellen. Wir können die Batterie austauschen. Sicherlich für im Business-Bereich sehr, sehr geil. Und zwar kann man das innerhalb von wenigen Sekunden machen. Schnellladen-Funktion und so. Und schaut euch das mal an. Bei der Vive Focus 3, da haben wir neue Controller. Im Gegensatz zur Vive Pro 2, die hat immer noch die alten Knochen. Und hier haben wir tatsächlich ein paar, so wie es zumindest aussieht, Oculus Touch-like Controllers. Eigentlich sehen die fast genauso aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Die sind natürlich, klar, wir haben Inside-Out-Tracking, also wir haben kein Lighthouse-Tracking mit den eingebauten Kameras. Die Controller werden mit USB-C geladen. Da sind integrierte Akkus drin, die man nicht austauschen kann. Das Ganze wird halt mit den Kameras getrackt, die in der Vive Focus 3 drin sind. Hier haben wir nochmal einen sehr schönen Überblick. Hier sehen wir zum Beispiel die Herzzahl bei der Quest 2 ist bis zu 120. Mit Standard Field of View meinen die halt 110. Ne? Und das hat halt ein bisschen höheres, die Vive Focus 3. Und was ist denn Granular? Ich denke mal, dass Granular ist, denke ich mal, dass das eine flüssige IPD-Einstellung ist, ne? Weil bei der Quest 2 haben wir nur drei einzelne Stufen.
sehr interessant. So, jetzt kommt der Preis und jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle aussteigen. $1.300. Ja, die Quest 2. Das hier ist wahrscheinlich die Business Edition gemeint von der Quest 2. Ich weiß nicht, warum die hier 799 stehen haben. Die Quest 2 kostet $299 bzw. 350 Euro. Und die Bifocus ist wie viel? Dreimal so teuer oder was? Wahnsinn. Ich werde sie natürlich trotzdem ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich sie auch vorbestellen. Kein Wort ist hier drüber, was denn unterstützt wird. Was können wir denn überhaupt damit machen? Steam VR? Kann man das an einen PC anschließen? Man weiß es nicht. Also das ist alles noch relativ unbekannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da werde ich natürlich auch alles in meinem Review drüber berichten. Können wir das an PC anschließen? Wie sieht das aus? Kann man Oculus-Spiele damit auch via Revive und alles zocken? Oder welche Standalone-Sachen kann man überhaupt damit zocken? Ist das überhaupt für Spiele möglich? Das werde ich euch dann alles im Review später berichten. Ja, was haltet ihr von der Vive Focus 3? Ist das für euch interessant oder eher nicht? Lasst mich raten. Naja, es ist halt Business, ne? Das wussten wir ja vorher schon. Es wird für die meisten logischerweise nicht so interessant sein. Wahrscheinlich ist die Vive Pro 2 wesentlich interessanter, aber naja. Ja, so sieht's aus, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Übrigens, wenn ihr das jetzt vorbestellt, kriegt ihr das, oder das wird verschickt am 24. Juni 2021. Das ist gar nicht mehr so lange, ne? Und dann können wir uns das mal reinziehen. Puh, bin gespannt. Bin gespannt, vor allem wenn man das mit der Quest 2 dann natürlich mal reinzieht oder diese Pico Neo 3, die ist ja, werde ich vielleicht auch mal besorgen, wenn das funktioniert. Ich bin sehr begeistert von der Auflösung, ne, von der Vive Focus 3. Ist Wahnsinn für eine Standalone-Brille. Danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de